Welche Lehren können wir aus der Corona-Krise ziehen für die Bewältigung der Klimakrise? Die Corona-Pandemie hätte nie zu einer weltweiten Infektionswelle werden müssen, wenn die Chinesen gleich Bescheid gesagt hätten, dass es ein Problem gibt und die Auswirkungen wären viel geringer gewesen, hätte es wirklich eine internationale Kooperation gegeben. Das Gleiche gilt für die Klimakrise. Dieses Problem können nur alle Länder gemeinsam lösen oder gar nicht. Populisten haben keinen Plan. Gerade die, die den Klimawandel leugnen, wie Trump in Amerika, Bolsonaro in Brasilien, haben jetzt mit extrem hohen Infektionszahlen und mit unglaublich vielen Todesfällen zu tun. Es sind immer die Ärmsten, die letzten Endes unter den Krisen leiden. Das sind die ärmsten Länder, aber es sind auch innerhalb eines Landes meistens die Ärmsten, die ganz besonders unter der Krise leiden. Das gilt für die Corona-Krise genauso wie für die Klimakrise. Trotz des Lockdowns haben wir wieder einen neuen historischen Höchststand beim CO2-Gehalt der Luft gehabt. Und das zeigt nochmal die enorme Herausforderung, vor der wir bei der Bewältigung der Klimakrise stehen, weil wir müssten ab jetzt den Ausstoß von Treibhausgasen jedes Jahr in der Größenordnung verringern, wie es jetzt dieses Jahr durch den Lockdown der Fall gewesen ist.